Ja, servus, ihr Whisky-Freunde hier auf YouTube. Heute mal ohne Pfeife, gell? Weil ich habe das spannend, wenn ich einen Whisky teste, dass das am besten ohne Tabakrauch geht. Gell? Also, mal, wenn ihr einen Whisky kennt, dann rauche ich eine Pfeife dazu. Aber für mich sind diese zwei ja so Blindverkostungen. Ich habe da zwei Whiskys aus Österreich, also die werden in Österreich hergestellt. Und zwar hat mir das der liebe Michael zukommen lassen. Und den sein Kanal ist der Whisky-Nerd, nennt sich der. Und ich verlinke euch unten noch den Kanal vom lieben Michael aus Wien. Ja, und der hat mir zwei so Sampler zukommen lassen. Und zwar einmal den Old Raven, so Gentle, 7 Jahre alt. Und dann hat er mir noch zukommen lassen einen Visa Single Malt Whisky French Oak. Der hat 40% und die, was ich heute testen möchte, der hat 54,4%. Jetzt ist natürlich so, aus der Flasche will ich nicht trinken, jetzt habe ich nicht mehr vergessen, dass ich mir ein Glas hergewicht hätte. Ah, die viel steht gut auf und gibt mir so, das ist lieb von dir. Auch der Whisky-Probe ohne Whisky-Glas, so geht das nicht. Und der liebe Michael aus Wien, der testet ja Haufen Whiskys nur aus Österreich. Gell? Ich habe seinen ganzen Kanal noch nicht angeschaut, aber macht wahnsinnig gute Whisky-Videos, also hat sehr viel Ahnung. Und ja, und da hat er mir eben die zwei jetzt einmal zurückkommen lassen und diesen Old Raven. Ich habe keine näheren Informationen über den Whisky, gell? Aber 7 Jahre, schauen wir halt einmal, wie er uns mundet. Ich kann jetzt nichts sagen. Oh, süße Aromen, oder? Die 54,4%, das reicht fast gar nicht raus jetzt. Also, sowas von süß. Vielleicht ein bisschen Honig. Was ich jetzt weiß von dem Whisky, also er ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, aber jetzt probieren wir ihn einmal. Oh. Ein schöner langer Abgang. Wow. Ja, ich habe wieder dieses Süße, dieses wie Beeren. Ein bisschen Eiche. Leicht Honig. Oder ist noch was? Also diese 54%, die merkst du nicht. Ich hätte jetzt nicht geklappt. Da ist noch was, wo ich jetzt nicht weiß, was das sein könnte. Also so einen süßen, aber nicht unangenehmen Geschmack. Also so einen süßen Geschmack nach diesen Beeren, was für mich der Hauptbestandteil ist, habe ich noch nie getrunken, so einen Whisky hier. Gigantisch. Kann ich nur empfehlen. Weiß jetzt nicht, ob es den noch gibt oder was. Gell? Also Old Raven, so Gentle, 7 Jahre alt. Ein klasse Whisky. Hätte ich nicht gedacht. Gell?
Muss ich mir mal im Netz einen Schlau machen, ob es die noch gibt. Vielen, vielen Dank, Michael. Du hast mir was sehr Feines zukommen lassen. Ich freue mich natürlich auf die Nascha, aber den machen wir das nächste Mal. Das nächste Whisky-Testing ist. Aber die 54%, die merkst du fast gar nicht. Gell? Ja, das war ein kurzes Video, das soll es wieder gewesen sein. Wünsche euch was, bis zum nächsten Whisky-Testing. Servus aus Bayern.